So, da bin ich wieder. Jetzt geht's weiter mit der Filmanalyse. Die Kinofilme haben wir ja im Prinzip schon fertig, wenn man es genau betrachten möchte. Naja, wobei ja indirekt die 3D-Filme fehlen. Trotzdem möchte ich aber erstmal den achten Film, wenn er auch kein Kinofilm ist, präsentieren, und zwar Digitalmonster X Evolution. Ja, anders als die anderen Filme heißt er nicht Digimon, sondern richtig ausgeschrieben Digitalmonster, was daran liegt, dass er auch nichts mit den Staffeln zu tun hat, abgesehen, dass da auch Digimon vorkommen, die auch in anderen Staffeln vorkommen. So, der Film erschien halt im Jahre 2005 und lief im Januar im Fernsehen und geht halt 75 Minuten. Warum er nicht im Kino lief, keine Ahnung, vielleicht wurde es zu teuer. Es war aber ursprünglich eigentlich geplant, ihn ins Kino zu bringen. Ich weiß nicht gesagt, also wie gesagt, nicht, warum man es nicht getan hat. Nun, der Fakt ist, dass auch mal ganz am Anfang die Rede war, dass es auch eine TV-Serie werden sollte, die am Computer animiert ist. Durchaus denkbar, dass man da vielleicht so 6 bis 12 Folgen rausmachen wollte. Wenn man sich den Film ansieht, könnte man auch denken, weil es auch wirklich ein paar Sprünge manchmal gibt. Ich meine, da ist man gerade da und auf einmal ist man dort. Könnte man es auch vermuten, dass es vielleicht wirklich so wie Folgen geplant waren und dass es eine Serie sein sollte. Aber das ist ja, wie gesagt, nur eine Vermutung. Nun, es ist auch, wie gesagt, keine OVA, weil eine OVA kommt ja direkt eben auf Video oder DVD. Dieser lief zwar nicht im Kino, aber im Fernsehen. Ja, also es ist schon teilweise nett, dass man einen computeranimierten Digimon-Film hat. Zugegeben, es ist jetzt nicht die höchste Computeranimation, die es gibt. Es ist schon, naja, richtig schlecht, würde ich es auch nicht sagen, aber es könnte besser sein. Jetzt vergleicht das bitte nicht mit Final Fantasy VII Advent Children oder so, weil das ist, naja, die haben mehr Geld als Bandai, also bitte. Und Final Fantasy ist sowieso was anderes. Die haben auch mehr Erfahrung damit und so. Aber es war trotzdem in dem Punkt nett und es gibt trotzdem Sachen, die sehen schon ganz schön aus. Zum Beispiel bleibe ich immer noch dabei, auch für heutige Verhältnisse finde ich Doromons Fell eigentlich richtig schön. Und auch ein bisschen die Rüstung so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Galantmon eher war oder Alphamon, das sah eigentlich auch noch ganz schick aus. Und ich finde, dass man auch Wizardmon und Mamimon, also die hat man auch sehr gut getroffen, teilweise sogar Sylphimon. Andere Digimon dagegen hat man dann ein bisschen weniger gut getroffen. Ich weiß nicht, manchmal so Omegamon ein bisschen komisch aus. Oder dann zum Beispiel auch so die Mushroomon, die ging auch noch. Aber so das Triceramon oder die Tyrannomon, die da so rumliefen, die sahen dann so ein bisschen komisch aus. Und auch ganz besonders die Hintergründe, die waren mit Felsen und Bäumen und so, das sah alles sehr, sehr schlecht aus, um ehrlich zu sein. Auch für Anfang 2005. Gut. Nur weil er Anfang 2005 lief, ist ja klar, dass er nicht 2005 gemacht wurde, sondern 2004, wenn nicht sogar schon 2003, ne? Aber es hätte besser sein können, ja. Trotzdem finde ich, sollte man es anrechnen, dass es ein computeranimierter Film ist. Ebenso kann es auch als positiv angerechnet werden, dass es mal ein Film ist, wo es nur um die Digimon geht und keine Menschen. Klar, die Menschen gehören dazu, aber es auch mal anders zu sehen, ist durchaus auch mal nett. Ja, sonst, was soll man sagen? Also, es sind keine wirklich neuen Digimon da, abgesehen von Doraemon und sein Champion Ultra und Mega Level. Die anderen kennt man alle. Ja, und die Story ist so eine Sache. Also, sie ist schon irgendwie da mit Yggdrasil und die ist auch okay. Ich kann die jetzt auch nicht ganz so in Worte fassen, weil das Problem ist, da ist eine Story, die ist auch nicht schlecht, aber der Film zieht sich. Also, es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo zum Beispiel dann einfach nur gekämpft wird oder indem sie dann einfach nur langfliegen oder weglaufen und es gibt auch sehr wenige Digimon und gerade zum Ende entzieht sich das mit dem Kämpfen so dermaßen, dass man dann wirklich schon denkt, man guckt fast, also guckt schon fast 2 Stunden, obwohl der Film ja nur 75 Minuten geht. Und das ist schade, weil ich weiß nicht, vielleicht hätte man bei dem Film wirklich so 5 bis 10 Minuten kürzen sollen, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. An sich sollte man ihn auf jeden Fall mit Untertitel gucken, das wäre vielleicht sinnvoller, weil sonst versteht man es wirklich nicht. Ist wie gesagt keine schlechte Story, nicht die beste, aber sie ist wie gesagt ziemlich lang erzählt. Was ich eben noch anmerken möchte, da tauchen zwar Wargreymon auf und Metallgarurumon, aber nein, das sind nicht die Digimon von Taiji und Yamato, weil es gar nichts mit der Staffel zu tun hat. Nichts mit irgendwie einer Staffel, gar nichts mit der Serie. Dieser Film ist komplett eigenständig. Deswegen ist es auch Bullshit, dass viele behaupten, dass Omegamon, ja, das Omegamon von Taichi und Yamato wäre und dass genau dieses ein königlicher Ritter ist.
Dieses Omega-Mon, was da auftaucht, und auch das Galant-Mon, was da in dem Film auftaucht, sind königliche Ritter. Diese sind aber nicht die Partner von Takato oder von Taichi und Yamato, weil es, wie gesagt, mit der Serie nichts zu tun hat. Es ist schon irgendwie schade, dass man das immer und immer wieder erklären muss und dass das einige bis heute nicht verstehen. Weil die königlichen Ritter gab es ja offiziell erst in Frontier, also nichts mit Adventure, Adventure 2 und Tamers. Und ehrlich gesagt, um das mal zu erwähnen, es ist doch logisch, dass es nicht nur ein Galantmon gibt. Im Tamers-Universum ja, aber in anderen Universen nicht. Also ich finde das mehr als logisch, genau wie Wargreymon und so. Nun ja, wie gesagt, den Film kann man sehen, man kann ihn auch zweimal sehen, aber so großartig, super toll finde ich ihn nicht, weil ich mir denke, dass man da ein bisschen mehr hätte herausholen können. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel nur wenige Staffeln mag oder kennt, kann man diesen Film auch mal sehen, gerade da er ja nichts mit den anderen Staffeln zu tun hat. Und ja, weil es einfach dann auch mal was Eigenständiges und Neues ist. Also man kann da nichts falsch machen in dem Sinne. Und ich denke, da ja aus jeder Staffel von 1, 2 und 3 ein Digimon auftaucht, ja, wird man da wohl auch seinen Spaß dran haben, gehe ich mal von aus. Jetzt noch zum Cover. Meiner Meinung nach ist das zwar super schön mit dem X und mit Doromon, aber es ist absolut überfüllt und so gar nicht aussagekräftig. Also das hätte auch besser sein können. So, das war jetzt der vorletzte Film, weil ja, es gibt ja noch zwei 3D-Filme. Ich weiß, das jetzt ist ziemlich kurz geworden, aber solange es ja informativ war und euch trotzdem einen kleinen Einblick gegeben hat, wie gesagt, tut mir leid, dass ich die Story nicht so gut wiedergeben kann in dem Sinne, hat es ja seinen Zweck erfüllt. Und okay, ich muss noch sagen, eins habe ich vergessen. Gut, indirekt kommen ja schon noch ein paar neue Digimon vor, und zwar von dem einen oder anderen Digimon eine X-Version. Aber ob man das jetzt gezielt als neues Digimon sehen kann, weil es ja eigentlich immer nur das gleiche mit Zacken ist, möge mal dahingestellt sein. Nun ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hört euch auch die nächste Analyse an, denn da geht es dann um die beiden 3D-Filme, die es von Digimon gibt. Ciao!